Da ist die alte Oma. Ich gehe gleich auch noch zum Strand, aber vorher wühle ich hier noch in der Tonne. Wie, gar nichts? Okay, heute gehen wir wohl leer aus. Schade. Hier kann man später auch rein. Es ist verschlossen. Deswegen später. Okay. Hallo Würmer. Ach, falsches Tool. Und wieder falsches Tool, weil ich mich oben verdrückt habe mit den L und R Bumpern. Das kommt vor. Und ich werde euch nicht anlügen, deswegen kommentiere ich, dass es passiert ist. So. Und ein Buch für die Bib. Sehr schön. Und weg hier. 16 Uhr gerade mal eben. Wir sind einfach energietechnisch, gelinde gesagt, am Arsch. So. Dann gehen wir heute nochmal hier gucken. Dass wir heute nichts im Müll gefunden haben, finde ich traurig. So, habt ihr eventuell hier auch noch Müll stehen? Nö. Warum auch, ne? Könnt ja einer klauen. Also ich kenne niemanden, der sowas macht. Absolut nicht. Nein. So, dann laufe ich hier nochmal ein bisschen rum und gucke. Wir haben Donnerstag. Irgendwie mittwochs kommt ja hier mal so ein Wagen. Der ist aber auch gerade nicht da. Da hinten können wir noch nicht hin. Da kann man sich täglich Hardwood holen, auf jeden Fall. Okay, okay. Ja, so ist der Alltag, wenn man noch nichts hat. Und ja, Mann, ihr ratet's richtig, ich bin auch nicht satt. Der Magen hängt in der Kniekehle einfach so ab. Also suche ich Fressen, weil ich noch nichts hab. Aber mir gönnt auch keiner. Aber warte mal. Kenne ich das Haus? Ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Sieht verlassen aus. Ob man das auch irgendwie restaurieren kann später? Ist das neu? Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht mehr in Erinnerung, ob das damals auch schon da war. Wenn ja, habe ich es auf jeden Fall nie irgendwie renoviert oder ähnliches. Hm. 18 Uhr und da ist auf jeden Fall Frühlingszwiebel. Die schnappen wir uns auch gleich. Aha, guck mal da unten. Guck mal da. Na, komm mal zu Papa. Alles schön mitnehmen. Zack. Frühlingszwiebel. Moin. Es ist verschlossen. Natürlich. Natürlich ist dies verschlossen. Da oben waren noch die Frühlingszwiebeln, das habe ich auch auf dem Schirm. Ich will halt aber auch nicht unbedingt was übersehen. So, okay. Gib mir wenigstens die Natur. Gib mir heute ein klein wenig was zum Knabbern. Wobei ich mir das jetzt aufheben werde. Es ist schon zu spät, um noch irgendwie großartig hier was reißen zu wollen. So. So, wer wohnt hier nochmal? Es ist verschlossen. Gut, keine Info. Zum jetzigen Zeitpunkt. Die Frage ist, gehe ich jetzt hier hoch oder... Ja, ich meine, man kam ja auch nach hier unten. Das heißt, ich dürfte eigentlich irgendwie nach oben kommen. Dürfte nicht zu verbaut sein, theoretisch. Die Bäume im Wasser sind auch mega geil, ey. Ich liebe die neue Farm. Am liebsten würde ich alle Farmen, die ich nicht kenne, parallel spielen. Mache ich jetzt nicht, aber... Ach, Stardew ist toll, ey. Das kostet echt wenig und gibt einen umso mehr. So. Okay. Rein da. Erstmal alles sammeln. Erstmal alles sammeln. Zack. Ah ja. Falsche Kiste. Na, falsche Kiste. Hier waren ja Steine drin. Ja, die Sortierung ist noch nicht so ganz geil. Das kommt aber noch. Okay, ich lege mich einfach wieder hin. Und das war der Stardew-Tag. Hey, wie aufregend. Nein, warte mal.
Habe ich heute Morgen geguckt? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Wetterbericht interessiert mich nicht. Ich will diese Kochshow gucken eigentlich. Ich weiß nicht mehr, wann die war. Geh ins Bett, you. Ja, wir haben kein Geld, das weiß ich doch selber. So. Jetzt aber direkt Fernsehen hier. Okay, gut. Zack. Und ein Brief. An unseren geschätzten Yoyama-Kunden. Unsere geschätzten, meine Fresse. Unsere Teammitglieder haben den Landrutsch, der durch unsere Bohroperation in der Nähe des Bergsees ausgelöst wurde, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohr. Was? Ah doch, Operation steht da wohl. Bohroperation vollkommen legal sind. In Klammern gemäß Absatz L 61.091 Joja GmbH Gesetzesänderung. Ja, Gesetzesänderung vor allem, geil. Einfach so, wie die Großkonzerne das halt machen. So, oh Scheiße, ist das legal? Egal, wir haben Geld. Lass mal die Gesetze einfach so biegen, dass es in Ordnung ist. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, die dieser Unfall eventuell bereitet hat. Wie immer bedanken wir uns für eure fortwährende Unterstützung, Morris, Repräsentant der Joja-Kundenzufriedenheit. Naja, der Typ kann mich um Ohr schlecken. So. Junge, 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 wie viel Fiber und so hier ist, ey. Ja, ich weiß, die kann ich ausgraben, aber das lasse ich gerade noch. Vor allem, man weiß gar nicht, wo man einfach weitermachen soll. Es ist einfach am Anfang noch zu viel Kuddelmuddel hier. Ich will eigentlich bald anfangen, irgendwie mal zu angeln, damit mal ein bisschen Geld reinkommt. Aber ja, das muss noch warten. Ich will erstmal den Hof einigermaßen ordentlich haben. So ist mein Plan. So, 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 so. Ja, die großen Steine und Stümpfe kriegen wir nicht weg. Dazu müssen wir in die Höhle, müssen Material finden, damit wir den ganzen Kladderadatsch updaten können. Zack. Zack, zack, zack. Sammeln wir heute halt ein bisschen Stein hier. Zack, zack, zack. Zack, zack. Da wollte ich ja auch nicht draufhauen, Brudi. Da wollte ich draufhauen. So. Kleinstein macht auch Mist. Kleinstein? Wo ich gerade Kleinstein sag. Gibt es in meiner Community Leute, die sich auf das neue Pokémon Snap freuen? Also ich freue mich da riesig drauf. Ich habe Pokémon Snap damals gesuchtet ohne Ende. Und es wurde mehr als Zeit, dass da mal was Neues kommt. Und ich hoffe, es kommt auch dieses Jahr. Herrgott, noch eins. Könnte auf jeden Fall. Eventuell sogar dann mein Game of the Year werden. Man wird sehen. Man wird sehen. So genau weiß ich es noch nicht, aber hey. Ist schon nice, dass es überhaupt irgendwie in irgendeiner Form in Arbeit ist. Hauptsache, das wird nicht so ein Kandidat wie Metroid Prime 4 oder so. Oder Bayonetta 3, was angekündigt ist und dann irgendwie nie kommt. Oh ja. Vor allem, ich habe Metroid Prime 4 vorbestellt seit 2018 oder so bei Amazon. Und es gibt halt immer noch kein Datum, weil Nintendo ja zwischenzeitlich einfach irgendwie nochmal komplett neu angefangen ist, beziehungsweise das Entwicklerteam. Weil das Spiel wohl so nicht durch die Nintendo-Qualitätskontrolle kam. Allerdings frage ich mich bei dieser Nintendo-Qualitätskontrolle, was da manchmal so schief läuft, weil. Teilweise kommt halt auch echter Schund raus. Ich meine, ich habe mir jetzt auch diese Mario 3D All-Star Collection geholt, aber theoretisch, ne, ist es eine Frechheit,
Eigentlich ist es eine bodenlose Frechheit, was Nintendo da gemacht hat. Vor allem, weil es halt wirklich irgendwie gefühlt einfach nur mit Emulation läuft und so. Das Ding ist, weißt du, Nintendo will halt nicht, dass man, ich meine, irgendwo verständlich, dass man, ach ja, Inventar voll, egal, ich, na, leg das mal offen. Die wollen halt nicht, dass man ROMs und so zieht, ist ja auch klar, ist ja auch irgendwo verständlich, aber dann bietet die Spiele doch halt alle an zum Kauf in irgendeiner Form und macht das dann bitte auch vernünftig. Und nicht irgendwie so halbherzig. Naja, manche Spiele bleiben ja irgendwie ganz auf der Strecke. Die man gerne in irgendeiner Form wieder hätte. Kohle ist in der anderen Kiste. Geoden auch. So, so. So. Schöne Geode gefunden. Geil. So, dann heben wir mal den ganzen Klumpatsch hier auf. Zack, zack. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit unserer Energie für den heutigen Tag. Wie gesagt, am Anfang echt ein Struggle. So. Ja, und ich würde sagen, ich laufe mal wieder eine Runde und klappere Mülltonnen ab. Schön Mülltonnen abklappern. Ach, guck mal. Hier ist falsch. Hier ist auch falsch. Na. Okay, hier ist komplett falsch. Muss ich denn weiter hier rüber? Wahrscheinlich ja. Weil irgendwo hier ging es doch runter. Yep. So. Eigentlich müsste ich auch erst hier das Gebiet ablaufen. Mache ich auch. Ob ich hier wieder irgendwelche Frühlingszwiebeln oder so finde. Ach, guck mal. Freitags steht die, aber wir können uns eh nichts leisten. Aber gucken kostet ja nichts. Junge, 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 Junge. Sternfruchtsaat, das ist geil. Oh ja, aber egal, später sind wir irgendwann mal Bonzen und dann können wir uns das alles holen, wenn wir möchten. Aber jetzt sind wir halt eher noch so die Mülltonnen-wühlenden Trash-Panda-Hustler. Oh Mann, ey. Es gibt für uns hier nichts zu holen. Irgendwie gibt es hier nichts zu holen. Wie ist das jetzt hier? Irgendeine Kleinigkeit, irgendetwas, was uns erfreuen könnte. Sieht gerade echt nicht danach aus. Nö. Ah, das ist schön, das mag ich. So lobe ich mir das. Nice. Schön die ganzen Zwiebeln sammeln. 15 Uhr, ey. Und wir sind auf Nahrungssuche. So. Okay, gut. Hier gab es ja keine Trashcans. So, hier aber. Geh weg. Ich will Müll durchwühlen. Ja. Wie ich mich freue über so eine Stange Brot, ey. Aber hey. Kann man nochmal wieder feucht machen und frisch aufbacken. Und andere werfen das weg. Ich glaub's ja wohl. Auch eine Sache, die ich hasse. Zum einen, weil ich so erzogen wurde, zum anderen, weil ich inspiriert wurde durch One Piece an der Stelle mal wieder, durch Sanji. Ich hasse Lebensmittelverschwendung, ne? Ich hasse das. Also ich versuche immer möglichst alles aufzuessen, beziehungsweise ich kaufe für mich nie mehr ein, als ich schaffen kann. Ich gehe lieber in der Woche, jetzt übertrieben gesagt, 7 Mal einkaufen, als dass ich irgendwie, ja, ich sag mal, einkaufe.
Und zwar massenweise und dann, ah, ihr Penner, ihr zerstört meine Pläne. Auf jeden Fall massenhaft einkaufe und dann am Ende irgendwie Essen wegschmeißen muss. Ich hasse das wie die Pest. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Ob ihr halt eher so sagt, ja gut, was nicht weggeht, geht nicht weg, werfe ich weg. Oder ob ihr halt auch sagt, ja, wir versuchen auf jeden Fall möglichst alles aufzuessen. Ich esse sogar Sachen auf, die ich nicht mag. Also wenn ich mir zum Beispiel irgendwas kaufe, was ich probieren möchte, wenn es mir dann nicht schmeckt, esse ich es trotzdem auf. Weil, ja, ich hasse Lebensmittelverschwendung. Punkt. Ja, die Eichel ist egal. Wir haben Erdkristall und geile Lebensmittel gefunden. Das ist ein Träumchen. Könnt ihr euch alle mal bitte von den Straßen verpissen? Na, natürlich nicht, ne? Ich will doch einfach nur mein Leben leben wie Linus und meinen Food sammeln auf den Streets. Was ist los? Trash Panda Gang. Gang Gang. Aber Linus will mit mir nicht eine Gang sein. Aber das wird sich noch ändern. Wobei, bis der unser Homie ist, bin ich schon rich rich und hab's gar nicht mehr nötig. Vermutlich. Vielleicht. Wir werden sehen. Ich weiß noch nicht, was passiert. Wie gesagt, ich will halt, bis hier Großvaters Segen bekommen. Schön, ja. Schön einfach nur Tiere halten. Und das verhökern, was mir die Tiere so bringen. Auch Hauserweiterungen und so. Ja, wir kriegen eine Küche, ist geil. Wir können Rezepte kochen. Aber ich lege meinen Fokus tatsächlich erstmal auf die Tiere. So, jetzt gucken wir hier oben mal. Jetzt ist er endlich weg. Jetzt könnten wir theoretisch in die Höhle. Was ich aber jetzt direkt noch nicht mache, das mache ich dann eventuell morgen, wenn wir keine Energie mehr haben. Ach ja, fuck. Ja, ist egal, dann lassen wir die liegen. Genauso wie die sag ich halt ungern, aber Mist. Mist die Kack. Okay, dann gehe ich halt nach Hause. Warte mal, oder gehe ich doch mal kurz hier rein, um das Event zu triggern? Ja, genau. Okay, gut. Bei M muss ich mich erstmal M anders hinsetzen. So. M. Marlon. Aha, Marlon, Junge. Ich habe gerade einen Blick in diesen alten Minenschacht geworfen. Er ist seit Jahrzehnten verlassen. Trotzdem denke ich, dass es dort unten noch gutes Erz gibt. Aber ein dunkler Ort, ungestört für so lange Zeit, ich befürchte, Erze sind nicht das Einzige, das du dort finden wirst. Hier, nimm das. Du wirst es brauchen. Oh, das kann ich jetzt so nehmen, oder was? Du erhältst rostiges Schwert. Cool. Ich muss also was wegwerfen. Also von all den Sachen würde ich jetzt erstmal Seetang dann wegwerfen, tatsächlich. Davon kriegt man später eh noch mehr als genug. So. Und wenn ich so spreche, ich weiß nicht, ob ich mir die ganzen Stimmen für die Leute merken kann. Keine Ahnung. Man wird sehen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. So, okay. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich leite die Abenteuergilde da draußen. Ich werde dich im Auge behalten, beweise dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. Monster Hunter, Bruder. Monster Hunter. Kann ich die schon nutzen? Nö, die müssten kaputt sein. Sag ich doch. So, hier muss man später aufspringen. Dahinter ist der Zwerg. Das weiß ich noch. So, okay. 20:20 Uhr. Ich würde mal sagen, wir latschen mal zurück. So. Irgendwie denke ich hier bei diesen Grasbüscheln immer, das sind Würmer irgendwie, weil. Ja, keine Ahnung. Pranke, du hast einen Knick in der Optik! Ja, Pranke hat einen Knick in der Optik. Das ist absolut richtig. Das ist nicht mal gelogen. Ich, alter, halbblinder Brillenträger, ich. Oh. Wow, wir haben das Schwert. Wow. Wow. Okay.
Lebensmittel behalten oder Lebensmittel wegtun? Das ist hier die Frage. Okay. Die auf jeden Fall erstmal so. Erdkristall würde ich erstmal hier rein tun. Wie gesagt, das ist alles noch nicht so toll von der Sortierung her. Das kannst du nicht mal Sortierung nennen. Ja, behalte ich die bei mir. Ja, komm, ich sammle erstmal, weil wir schlafen ja. Eventuell hole ich das dann morgen raus. Das Schwert brauche ich erstmal auch nicht, weil ich erstmal noch nicht in die Höhle gehe. Das ist erstmal nicht der Plan. Weshalb ich das auch erstmal hier reinpacke. Weil ich würde erstmal vorher angeln gehen, denke ich. Und außerdem müssen wir hier erstmal noch den Hof weiter beackern. So. Okay, Level Up. Minenarbeit Stufe 1 plus Spitzhacken. Effektivität. Neues Herstellungsrezept. Kirschbombe. Geil.